Servus und willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video geht es heute mal um das Kika-Türsteuergerät von Wagen 43. Und dieses Video ist ein besonderes Video, weil es ist in Kooperation mit einer Firma entstanden. Ihr seht es auch schon im Bild, es handelt sich hierbei um die Firma AirConnect und ich habe die Firma schon mal erwähnt. Sie könnte auch für den einen oder anderen eventuell interessant sein. Deswegen bitte ich euch, bleibt auf jeden Fall mal ganz kurz am Video dran und schaut auch mal in die Beschreibung rein, weil ich habe in die Beschreibung auch nochmal einen Link zu AirConnect reingepackt. Und ich möchte euch jetzt im ersten Teil ganz kurz mal die Firma vorstellen. Wer sind die eigentlich und was machen die? Und im Anschluss werde ich filmen, wie ich das Türsteuergerät einbaue, das alte natürlich ausbaue und wir dann noch eine Funktionskontrolle machen. Das haben sich ja einige gewünscht, dass ich das eben mitfilme, wenn ich da Sachen ein- und ausbaue. Und dann würde ich sagen, ist das Türsteuergerät eigentlich jetzt eine recht gute Basis. Ja, also erstmal zu AirConnect. Was ist das eigentlich? Also AirConnect ist eben eine Firma, die für viele Verkehrsunternehmen, kann man eigentlich schon mehr oder weniger sagen, ja, elektronische Geräte repariert. Unter anderem zählt da eben drunter Klimageräte, Instrumentenknoten und Tachos. Also Instrumentenknoten ist eben ein Display, was ihr aus eurem VDV kennt. Und das ist jetzt auch der Punkt, wo ich sage, die Firma könnte für euch interessant werden. Weil einige von euch haben ja in ihren Displays Fehlerpixel verbaut. Oder haben auch das Problem, dass zum Beispiel der Nachtmodus nicht mehr funktioniert oder dass es, ja, dass der kann irgendwie nicht mehr so richtig will, der kann Datenbus. Das sind dann eben so Gründe, wo ihr sagt, okay, ihr meldet euch jetzt mal bei AirConnect, weil die können euch da auf jeden Fall helfen. Und AirConnect entfernt euch eben, wie gesagt, die Fehlerpixel, die tauschen das Display aus und die reparieren euch eben auch das Display. Aber das ist nicht alles. Sie reparieren unter anderem auch noch Türsteuerungen, wie es jetzt bei mir der Fall war. Sie reparieren Mux-Knoten, auch die alten Umsetzer, wie sie die meisten von euch verbaut haben, also Master und Slave. Und eben auch diverse andere Geräte. Und man muss auch dazu sagen, AirConnect ist offen für Neues. Das haben sie auch auf ihrer Webseite stehen. Also wenn ihr jetzt ein Gerät habt, was bei ihnen auf der Webseite vielleicht nicht aufgelistet ist, seid nicht enttäuscht, sondern schreibt ihnen einfach mal eine E-Mail mit dem Gerät, was ihr habt, beziehungsweise ruft die mal an. Und dann werden die euch sagen, ob sie sich das Gerät zutrauen, beziehungsweise ob die da was machen können oder nicht. Bei dem Kika-Türsteuergerät war es natürlich auch so. Das war bei denen auch nicht aufgelistet, zumindest dieses Modell. Und ich habe denen dann das Steuergerät mit einer kurzen Pinbelegung natürlich zugeschickt, habe denen auch die Stecker passend mitgeschickt und die haben es jetzt wieder repariert. Ich habe das Steuergerät bisher selber noch nicht getestet, also wir werden das dann gemeinsam machen und werden gucken, ob es funktioniert. Und ja, ihr seht schon, das Gerät ist jetzt auch versiegelt. Wir haben jetzt hier überall AirConnect-Sticker oder halt AirConnect-Kleber drauf. Wenn ihr mal das Türsteuergerät von innen sehen wollt, ich baue ja das alte aus, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich nochmal ein Video drüber machen, wo ich euch das Türsteuergerät von innen zeige. Ich finde es jetzt aber ehrlich gesagt nicht so interessant, deswegen lohnt sich das ehrlich gesagt meiner Meinung nach nicht, aber ich weiß ja nicht, wie eure Interessen sind. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz noch in Flyer rein. Ihr seht schon, die bieten oder sie haben einen recht guten Service. Das heißt, sie bieten vorab Tauschgeräte an. Sie haben einen 24-Stunden-Service, Ad-Hoc-Reparaturen und 1 bis 3 Jahre Garantie. Wobei das 1 bis 3 Jahre Garantie, da müsst ihr dann bei denen mal auf der Webseite gucken, wenn ihr auf Produkte geht. Da sind eben nochmal alle Produkte aufgelistet, die die Firma repariert. Und da seht ihr dann auch, wie viele Jahre Garantie ihr habt. Ich glaube, das ist bei den Geräten unterschiedlich, da bin ich mir gerade ein wenig unsicher. Das könnt ihr aber, wie gesagt, auch bei denen auf der Firma nachlesen, auf der Webseite. Ja, dann hier links seht ihr eben nochmal ein paar Informationen zu AirConnect. Das werde ich jetzt nicht alles vorlesen. Der Sitz ist in Köln, sei noch gesagt. Aber ihr könnt natürlich eure Sachen per DHL oder auch UPS, wie auch immer, zuschicken. Das könnt ihr mit denen vorher ausmachen, welchen Versanddienstleister ihr nehmt. Entschuldigung. Und ja, hier rechts haben wir eben jetzt auch nochmal stehen, Auszug aus unserem Portfolio, das heißt eben, da steht nochmal dabei, was die alles machen. Wie gesagt, VDV-Fahrerarbeitsplatz, geht dann eben Instrumentenknoten, C-Muster oder auch DMUX 32. DMUX 32 ist dann eben der Nachfolger vom Instrumentenknoten. Sie machen Klimasteuergeräte, Motorsteuerungen, ja, und eben noch weitere Sachen. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach mal die Webseite durchgucken, weil wenn ich das alles jetzt hier im Video vorstelle, dann würde schon ziemlich lange, aber ja... Wie gesagt, schaut auf jeden Fall bei der Webseite, auf der Webseite vorbei. Ich werde auch mal den Facebook-Link verlinken, weil die haben auch eine Facebook-Page, wo unter anderem auch mal Bilder auftauchen von Fällen, die recht interessant sind. Ich habe auch ein Bild gesehen, da haben sie ein, ich glaube, das war ein DMUX 32, wenn mich nicht alles täuscht.
Den haben sie repariert und da haben sie auch Bilder vom Ostsee mit eingeblendet, also wie es vor der Reparatur ausgesehen hat und wie es eigentlich aussehen sollte. Und es war schon mal recht interessant zu sehen. Ich meine, man muss die Grafik natürlich auswerten können, für mich als angehender Elektroniker für Betriebstechnik, Klammer auf, ich lerne in einem halben Jahr aus, Klammer zu. Ja, ist es natürlich eine recht interessante Sache gewesen, das mal zu sehen, wie das eigentlich so aussieht. Man muss auch sagen, das ist, ja, man muss halt verstehen, was man da macht. Man muss halt die Bauteile verstehen, wie das eigentlich sein soll. Dass wenn sich jetzt ein normaler Mann anguckt oder ein normaler Mensch, der, sag ich mal, nicht viel mit Elektronik bisher zu tun hatte, der wird da halt gar nichts mit anfangen können. Man muss halt einfach die Kurven, die Sollkurven, wie es aussehen soll, im Kopf haben und muss halt dann eben analysieren, welches Bauteil ist kaputt. Also die Leute dort machen auf jeden Fall wirklich einen mega guten Job und deswegen schaut bei denen mal vorbei. Und wie gesagt, wenn ihr Display mit Fehlerpixeln habt, dann ruft die einfach mal an oder schreibt denen eine E-Mail und dann können die euch da auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal einen Einbau über und dann sehen wir uns gleich wieder an Tür 2. So, wir sind an Tür 2. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was, weil es ist nicht so einfach, da oben rein zu filmen. Da oben haben wir eben das Steuergerät und dieses Steuergerät werden wir jetzt tauschen und gegen das neue von AirConnect ersetzen. Und als allererstes müssen wir erstmal die Kabel lösen. Und die Kabel befinden sich bei dem Türsteuergerät auf der rechten Seite. Das sind zwei Klemmen und diese Klemmen können wir einfach rausziehen. So, das heißt, unser Türsteuergerät ist jetzt stromlos. Wichtig natürlich ist vorher, oder es ist eben zu empfehlen, dass ihr die Spannung abschaltet. Ja, jetzt müssen wir eigentlich bloß noch die Schrauben lösen. Ich werde es aber höchstwahrscheinlich im Zeitraffer filmen, weil das ein bisschen langweilig ist. Das sind vier Stück, eben einmal hier, hier, hier und hier hinten. Und wenn wir diese Schrauben gelöst haben, dann können wir das Türsteuergerät einfach nach unten rausziehen. So, nun haben wir alle Schrauben gelöst. Eine habe ich auch schon rausgenommen und jetzt können wir das Steuergerät einfach nach oben rausheben. Und dann haben wir es auch schon in der Hand. So, nun nehmen wir das neue Türsteuergerät und setzen dieses eben an Position vom alten. Und stecken dann durch das alte Loch unsere Schraube, wenn wir sie durchkriegen. Also ich muss natürlich auch da drüben drauf. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, ich stehe mich jetzt hier zu dumm an, das scheiß Steuergerät zu wechseln. Das ist einfach noch nicht so einfach. Weil ich halt auch nicht direkt unter das Steuergerät kann, weil da eben jetzt aktuell die Kamera steht. Und somit muss ich da immer ein bisschen improvisieren. Okay, die Mutter wollte ich nicht haben. Die liegt jetzt auf unserem Riemen. Ich wollte die hier haben. Jetzt fixieren wir das Ganze schon mal grob. Zumindest war das eigentlich der Plan. Aber auch hierfür muss ich auf der anderen Seite jetzt erstmal irgendwie das reinbekommen. Ich habe eigentlich, oder ich wollte versuchen, dass ich es auch so hinkriege. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. So, aber jetzt. So, jetzt ist unser Türsteuergerät wieder fixiert, wie ihr seht. Also wichtig ist, dass ihr auf beiden Seiten eine Schraube reinsetzt. Ist ja eigentlich auch logisch. Aber es ist eben, wie gesagt, durch die Kamera nicht so einfach. Jetzt tun wir die Schrauben wieder festziehen. Das werde ich auch wieder im Zeitraffer machen. Und dann, ja, machen wir anschließend noch eine kurze Funktionskontrolle.
So, ihr seht, das Türsteuergerät ist eingebaut. Wie gesagt, das ist halt einfach echt ein wenig schwierig. Wenn man sich direkt unter das Türsteuergerät stellt, funktioniert das eigentlich ganz gut. Aber wenn man jetzt hier von zwei verschiedenen Seiten arbeiten muss, es schaut wirklich so aus, als wäre man zu blöd, vier Schrauben zu lösen. Aber wer da oben schon mal gearbeitet hat, der weiß, dass man da oben sich eh schon ziemlich stark verrenken muss, um an diese ganzen Muttern und Schrauben ranzukommen. Deswegen, das war jetzt echt mehr oder weniger einfach ein wenig so zum Versuchen. Als wenn ihr jetzt irgendwie denkt, ich bin schon zu blöd, vier Schrauben zu lösen oder so. Auch wenn es vielleicht so ausguckt, macht es einfach mal selber. Es ist ziemlich schwierig, aus zwei verschiedenen Positionen irgendwie diese Schrauben zu lösen, wenn man es eigentlich immer anders macht. Ja, also ihr seht, Türsteuergerät ist eingebaut. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal kurz vor und mache die Zündung an. Und dann seht ihr schon, blinkt unser Türsteuergerät jetzt. Jetzt würde unser Türtaster in echt auch blinken. Das bedeutet, unser A1 ist unser Türtaster. Wenn ich jetzt den Taster einmal gedrückt halte, hört das A1 auf. Und ihr seht, unser Türtaster hört jetzt das Blinken auf. Dasselbe wäre jetzt auch vorne. Wenn wir vorgehen würden, würde das Blinken auch erlöschen. Jetzt drücke ich einmal auf den Testschalter. Und ihr hört und seht, die Tür fährt auf. Mit dem anderen oder mit dem Testschalter mache ich die Tür auch wieder zu. Und das Ganze funktioniert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like bzw. ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Servus und Tschüss.